In diesem Video geht es wieder einmal um Hörspiel-Sounds, aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Ich habe für euch meine Top 5 von Hörspiel-Sounds zusammengestellt, von denen ich der Meinung bin, dass ihr sie auf jeden Fall in eurer Sound-Library haben solltet. Welche das sind, erfahrt ihr natürlich in diesem Video, ihr müsst einfach nur dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid. In diesem Video dreht es sich natürlich wieder einmal um Hörspielsounds. Es soll aber nicht darum gehen, wie ihr diese Hörspielsounds vielleicht aufnehmen könnt oder wo ihr sie kaufen könnt. Nein, es soll darum gehen, welche Sounds sind auf jeden Fall wichtig und sollten in eurer Soundlibrary sein. Ich habe im Zuge meiner ganzen Vertonung, meiner ganzen Hörspielvertonung, habe ich festgestellt, dass es so eine Handvoll Sounds gibt, die einfach immer wiederkommen und die in jedem Hörspiel vorkommen, egal welches Genre. Und von diesen Hörspielsounds kann man auch einfach nicht genug haben. Deswegen habe ich meine Top 5 zusammengestellt mit meinen Sounds, wo ich der Meinung bin, dass ihr sie auf jeden Fall in einem Archiv haben müsst, weil von diesen Sounds kann man tatsächlich einfach nicht genug haben. Bei dieser Top 5 geht es nicht um einzelne Sounds, sondern ich habe das Ganze etwas gröber in Sound-Kategorien zusammengefasst. Das heißt, jeder Punkt auf meiner Liste ist sozusagen oder streng genommen vielleicht auch eine übergeordnete Sound-Kategorie. Der schöne Nebeneffekt dabei ist, ihr könnt alle diese Sounds quasi selber aufnehmen. Ihr müsst sie nicht in Sound-Libraries kaufen. Ihr habt auch die Möglichkeit, sie selber aufzunehmen. Ihr könnt sie in euren eigenen vier Wänden aufnehmen oder ihr könnt sie auch outdoor aufnehmen. Dafür ist eigentlich auch nicht besonders viel Equipment nötig, weil die Sounds an sich relativ simpel sind. Und das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte, dass genau diese einfachen Sounds so oft in den Hörspielen vorkommen, dass ich daraus meine Top 5 gemacht habe. Ihr dürft also wirklich sehr gespannt sein. Wir wollen aber nicht lange groß reden, fangen wir einfach an mit meiner Top 5 von den Hörspiel-Sounds, die ihr auf jeden Fall in eurer Soundlibrary haben solltet. Die Nummer 5 auf meiner Liste sind Haushaltsgeräusche. Unter Haushaltsgeräusche würde ich so etwas verstehen wie typische Haushaltsgeräte, die Geräusche machen, wie eine Kaffeemaschine oder ein Mixer oder ihr schaltet Geräte an oder schaltet Geräte ab, ihr macht einen Lichtschalter an oder aus, ihr macht eine Lampe an oder aus oder ihr öffnet einfach Schränke und Schubladen oder ihr nehmt Kleider raus und legt die aufs Bett. Auch Bettgeräusche gehören für mich dazu, also wenn man zum Beispiel jetzt um ein Bettlaken irgendwie raschen würde. Das sind alles Sounds, die ich jetzt zum Beispiel zusammenfassen würde unter Haushalt-Sounds. Es gibt so viele Situationen, wo Leute am Tisch sitzen, Gläser verrückt werden oder man hört das Besteck klimpern oder Porzellan klappern und so weiter. Und ich bin mir sicher, es gibt sehr wenige Hörspiele, wo man diese Sounds einfach nicht vorfinden kann. Deswegen würde ich sagen, von diesen Sounds könnt ihr einfach nicht genug haben. Kommen wir zu Nummer 4 auf meiner Liste und zwar die Outdoor Atmos. Unter Outdoor Atmos würde ich zum Beispiel typische Natursounds verstehen, Wind, Regen, Gewitter. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen Verkehr aus der Entfernung, so typische Waldgeräusche, dass so Wind durch die Wälder zieht. Ihr habt irgendwo ein Vöglein zwitschern, dann bellt im Hintergrund vielleicht irgendwo ein Hund oder es fliegt in der Entfernung irgendwie ein Hubschrauber durch die Gegend. Das sind alles so Sounds, womit ihr einfach eine Szene besonders anreichern könnt. Ihr könnt dann auch verschiedene Orte quasi erstellen, indem bei dem einen zum Beispiel hört ihr einfach viel Wind in den Bäumen rascheln, bei dem anderen hört ihr vielleicht mehr Verkehr. Das eine ist also eher mehr ländlich, das andere ist also mehr urban, wenn man zum Beispiel auch Autos im Hintergrund hat und so weiter. Und das sind alles Sachen, die ich unter Outdoor-Atmo zusammenfassen würde und womit ihr auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Tiefe in eure Szene bekommt. Nummer 3 auf meiner Top-5-Liste wird euch vermutlich etwas überraschen. Und zwar handelt es sich dabei um Türen. Ganz genau, ihr habt richtig gehört, Türen. Bei Türen ist es so, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Türen. Es gibt auch so viele unterschiedliche Materialien von Türen. Es gibt Holztüren, es gibt Eisentüren, es gibt Gittertüren, es gibt Schiebetüren, es gibt Glastüren und so weiter und so fort. Und allein durch diese Artenvielfalt habt ihr natürlich entsprechend viele Arten auch von Sounds, weil es hört sich anders an, wenn ihr gegen eine Eisentür klopft oder gegen eine Holztür klopft. Dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, Türen zu öffnen und zu schließen. Auch die verschiedenen Klinkenarten hören sich anders. Es gibt so einen Knauf, es gibt so eine richtige Klinke. Dann gibt es noch vielleicht wie bei einer Burg so ein altes Schloss, wo man noch mit so einem Ring dran klopfen muss. Dann
öffnen sich die Türen auch auf verschiedene Arten. Ihr könnt es schnell machen, ihr könnt es langsam machen. Es gibt quietschende Türen, es gibt Türen, die man schieben muss. Und jede Tür hat einfach seine eigene Art. Und genauso ist es auch bei der Vertonung, dass ihr bestimmten Räumen auch verschiedene, ich sag mal so, eine Charakteristik zuordnen wollt. Wenn ihr zum Beispiel ein älteres Haus habt, würde ich natürlich eher Holztüren verwenden, die auch so ein bisschen knarzen, wenn man sie öffnet. Auch wenn man dagegen klopft, ist es kein glattes Holz. Es ist vielleicht ein etwas raueres Holz, dass der Ton ein bisschen dumpfer ist. Und bei dieser Vielfalt muss ich sagen, ich habe auch über die Jahre sehr, sehr viele Sounds gesammelt von verschiedensten Türen, weil ich bei jeder Produktion festgestellt habe, dass ich mit dem Portfolio, was ich schon habe, eigentlich gar nicht hinkomme, dass ich auch da immer wieder neue Sounds brauche. Deswegen scheut euch nicht davor, nach Türensounds zu gucken. Ihr werdet überrascht sein, wie unterschiedlich das klingt und wie oft ihr sie wirklich bei einer Vertonung braucht. Kommen wir zu Nummer 2 auf meiner Liste, Kleidung und Bewegung. Wer Kleidung trägt und sich damit bewegt, produziert natürlich auch Geräusche. Und genau diese Geräusche will man bei einem Hörspiel ja auch wirklich hörbar machen. Kleidungsgeräusche würde ich auch eher im Hintergrund machen, dass man sie gerade so eben wahrnimmt, weil Kleidung machen eben keine besonders lauten Geräusche. Aber trotzdem sind sie wichtig, weil sie eine Szene eben auch so mit Leben füllen. Ihr müsst euch eine Szene vorstellen, wo einfach nur zwei Menschen miteinander reden und man hört gar nichts. Das würde sich in einem Hörspiel einfach sehr, sehr komisch anhören und es würde etwas fehlen. Und deswegen sind Kleidungsgeräusche relativ wichtig, wenn man wirklich so feine Details in eine Szene bringen möchte. Ihr könnt mit Kleidung zum Beispiel auch verschiedene Charaktere unterscheiden. Ihr habt als klassisches Beispiel, ihr habt den bösen Rocker, der eine Lederkluft trägt. Wenn der sich bewegt, hört man es natürlich quietschen und der andere hat vielleicht, keine Ahnung, einen Sakko oder so an und das klingt natürlich auch viel leichter. Und da es eben auch bei Textilien so viele unterschiedliche Arten gibt von Textilien. Es gibt Leinen, es gibt Leder, es gibt Gummi und was nicht alles. Und alle diese Arten machen natürlich auch verschiedene Geräusche, die man irgendwie hörbar machen muss. Deswegen auch hier die Empfehlung, mehr Sounds ist auf jeden Fall besser bei Kleidung und Bewegung, weil es einfach so viele unterschiedliche Arten von Textilien gibt. Die Nummer 1 auf meiner Top 5 Liste ist einfach nur eine logische Konsequenz von der Nummer 2 und zwar geht es hierbei um Schritte. Auch bei Schritte ist die Faszination einfach die Einfachheit eines Schrittes, der doch so vielfältig sein kann. Es geht los mit verschiedenen Arten von Schuhwerken. Es gibt harte Sohlen, es gibt weiche Sohlen, es gibt wie bei High Heels sehr, sehr spitze Sohlen, die einfach einen anderen Sound machen. Es gibt Lederschuhe, es gibt Leinenschuhe, dann kommt noch der Untergrund hinzu. Es gibt Steinuntergrund, Holzböden, es gibt dreckigen Boden, es gibt Fliesen, es gibt ganz glatten Straßenzement, es gibt Erdboden, Waldboden, Gras, Wiese und. Das heißt also, auch da gibt es so viele verschiedene Kombinationen, dass man von Schritten wirklich nicht genug haben kann. Und ich muss auch wirklich sagen, bei allen Hörspielproduktionen bin ich immer wieder an die Grenze gestoßen und dachte mir so, nee, also der Sound passt da einfach nicht. Ich brauche jetzt einen ganz speziellen Sound auf Teppich zum Beispiel. Ihr könnt auf diese Art und Weise zum Beispiel auch unterschiedliche Räumlichkeiten hörbar machen. Eine Küche würde sich zum Beispiel ganz anders vom Boden anhören, weil es ein Fliesenboden ist, wahrscheinlich, als beispielsweise ein Wohnzimmerboden, wo eher ein Teppich liegt. Das heißt, man könnte, wenn die Charaktere sich durch die Räume bewegt, könnte man auch allein durch die Schritte schon viel mehr Tiefe in einer Szene erreichen, wenn man einfach diese, obwohl es die gleiche Person ist mit den gleichen Schuhen, könnten die Schritte sich aber einfach schon verändern und ihr habt damit wirklich eine gewisse Räumlichkeit geschaffen. Ihr erinnert euch vielleicht auch an meinen Workshop. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Workshop gemacht, wo ich selber hier in meinen vier Wänden Geräusche aufgenommen habe. Und da habe ich das auch gemacht, dass ich auf einem Holzbrett haben wir so ein bisschen Kaffeepulver verschüttet, um damit so, ich sag mal, Dreck auf der Straße zu imitieren. Und dann sind wir da auch drauf rumgelatscht und haben eben dadurch auch verschiedene Geräusche aufgenommen, indem wir schnell, langsam oder auf der Stelle gegangen sind. Und das sind alles Möglichkeiten, die ihr einfach in einem Hörspiel mit einbauen könnt. Auch hier sind die Möglichkeiten einfach unerschöpflich, dass wirklich Schritte meine Nummer 1 sind, weil es wirklich nahezu in jedem Hörspiel vorkommt und ich immer wieder feststelle, dass die Schritte, die ich in meinem Portfolio habe, immer noch nicht ausreichen, weil immer der Schritt ja doch ein bisschen anders ist. Die Holztreppe ist vielleicht jetzt eine Steintreppe, die Steintreppe ist dann vielleicht doch eine Leiter und so weiter. Und deswegen halte ich Schritte für mein
für meine Nummer 1 bei den Hörspielgeräuschen. Mich würde an der Stelle auf jeden Fall interessieren, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht, wenn ihr zum Beispiel schon eine Hörspielproduktion gemacht habt? Welche Geräusche fallen euch besonders auf oder welche Geräusche benutzt ihr relativ häufig? Vielleicht habt ihr ja auch eine andere Top 5 als ich. Kann ja sein. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ich würde mich auf jeden Fall auch darüber freuen, wenn ihr einfach das in die Kommentare schreibt. Ich lese auf jeden Fall eure Kommentare immer gerne. Das war's auch schon wieder mit diesem Workshop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar neue Anreize geben für die nächste Vertonung. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video liken würdet. Und ihr müsst natürlich meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.